Ja, hallo Leute, willkommen zum Low Budget Nano Meerwasser Aquarium Teil 9. Neue Gestaltung. Ja, wir sind hier mittlerweile an Tag 94 des Beckenbetriebs angelangt. Und wie ich bereits in meinem letzten Video über das 75 Liter Nemo Aquarium erzählt habe, habe ich jetzt ja hier das kleine Becken etwas umgestaltet oder hatte mir zumindest im letzten Video vorgenommen, das Becken umzugestalten. Ja, und hier sehen wir es nun. Also ich habe die Steinkorallen, wie auch schon im letzten Video erwähnt, also wer die Videos über das 75 Liter Becken noch nicht gesehen hat, kann es sich gerne auf meinem Kanal angucken. Lohnt sich auf jeden Fall. Da hatte ich ja schon erwähnt, dass ich jetzt hier die Steinkorallen rausgenommen habe aus dem Becken, weil ich einfach den Eindruck habe, die Tiere sind in dem anderen Becken besser aufgehoben. Allein aufgrund der stärkeren Strömung und auch des besseren Lichts. Und außerdem ist hier meine grüne Spinnenkrabbe, der Mr. Krabs, auch etwas ruppig gewesen zu den Steinkorallen und hätte ich auch mal gerne umgeschubst. Von daher habe ich mich jetzt dafür entschieden, hier ja, ein reines Weichkorallenbecken draus zu machen, gewissermaßen. Und die Weichkorallen, die sollen noch alle hier an diesen Steinen festwachsen, so dass Mr. Krabs sie nicht mehr umschmeißen kann. Ja, jetzt sieht man hier den neuen Aufbau. Rechts der Stein, der war vorher an der Rückwand. Der mittlere Stein im Hintergrund war vorher rechts und links der Stein ist neu. Der Stein links ist kein Lebensstein. Das ist tatsächlich so ein Totgestein, der so lila eingefärbt ist, wodurch der eigentlich auf Anhieb gleich ziemlich cool aussieht. Womit der lila eingefärbt ist, kann ich nicht genau sagen. Würde mich mal interessieren. Falls ihr es wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Sieht auf jeden Fall täuschend echt aus, als wenn der Stein schon ja, monatelang in dem Aquarium drinne wäre. Hier sieht man schön den Korallenbewuchs des Lebenssteins. Das war alles beim Kauf dabei und hat jetzt so mit der neuen Anordnung des Steins ja auch ein bisschen bessere Lichteinwirkung, bin ich der Meinung, und kann sich jetzt hier auch besser entfalten. So, hier sieht man auch nochmal den Gesamtaufbau jetzt mit der geöffneten Pilzlederkoralle in der Mitte. Finde ich eigentlich sehr schön. Mr. Krabs hat jetzt auch die Gelegenheit, noch viel mehr zwischen den Felsen drumherum zu krabbeln. Ja, und hier ist er auch schon. Ja, man sieht ihn jetzt natürlich nicht mehr ganz so oft wie vorher, weil er doch deutlich mehr Versteckmöglichkeiten hat. Aber ich denke, er fühlt sich auf jeden Fall sehr wohl in dem Becken, jetzt mit dem neuen Aufbau. Na, und er ist immer noch fleißig dabei, die Korallen zu pflegen, von Algen zu befreien und auch die Steine. Also da haben die Algen wirklich keine Chance. In Kombination mit den Schnecken und Mr. Krabs ist das Becken immer schön sauber. Diese Koralle habe ich neu eingesetzt, die Terrazoanthus SP, auf Deutsch gelbe Krustenanemone, habe ich wieder von Green Corals erstanden. Ja, und die kann sich jetzt hier munter ausbreiten auf dem neuen Totstein. Und das hier ist eine Lobophyton Pilzlederkoralle, die habe ich auch neu erstanden von Green Corals. Das Kenia-Bäumchen muss jetzt hier ein bisschen in die Rille reinrücken mit dem Affenhaunten drauf. Und hier ist wieder die Lobophyton. Ja, die Gorgonie hat ein paar tote Stellen davongetragen. Aber ich denke, die peppelt sich wieder. Da ist auf jeden Fall noch genug lebendes Gewebe dran. Ja, hier hinten auf dem Stein, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das vielleicht Xenia ist. Vielleicht könnt ihr mir das ja auch mal in die Kommentare schreiben, falls ihr es erkennt. Ich bin mir da nicht ganz sicher, weil Xenia ist ja normalerweise auch immer so, dass das so pumpt. Das tut die Korallenart jetzt noch nicht.
Aber sieht schon täuschend ähnlich aus. Hier sieht man die Krusten an dem Mond, die sich langsam auf den Stein auch schon ausbreiten, rund um das kleine Kenia-Bäumchen. Ja, und hier ist jetzt nochmal eine Ansicht von der Seite ins Becken rein. Also mir gefällt der neue Aufbau echt gut. Dieses Atoll in der Mitte, die Kombination aus der Pilzlederkoralle, der Gorgonie und dem Kenia-Bäumchen und rundum dann halt dieser Steinaufbau, gefällt mir wirklich sehr gut und ich denke, Mr. Krabs hat auch seinen Spaß damit. Ja, die Lederkoralle öffnet sich auch schon schön, wie man sieht. Daneben die gelbe Krustenanemone. Ja, hier nochmal der korrekte Name von Mr. Krabs. Ich fütter ihn auch hin und wieder mit Artemia. Und ich habe jetzt auch ausprobiert, ob er an Granulatfutter rangeht. Das hat auch wunderbar geklappt. Dabei habe ich das Granulatfutter auch mit der Pipette und Wasser aufgezogen und ihm dann quasi, ja, vor die Nase serviert. Man hat dann richtig lange dran rumgeknabbert. Ja, die Turboschnecken sind auch noch fleißig dabei. Ist auch bis jetzt noch keine gestorben. Alle noch fit, fleißig am Putzen. Also ich muss hier wirklich bei dem Becken sehr wenig machen. Ich habe da wirklich sehr wenig Arbeit in letzter Zeit reingesteckt und hatte im Gegenzug dazu natürlich sehr viel zu tun mit dem anderen Becken, mit dem 75 Liter Nemo Aquarium. Aber dieses Ding hier, ja, lief mehr oder weniger von alleine. Ich habe dann zwischendurch zwar natürlich auch mal die Wasserwerte gemessen, die Nährstoffe waren etwas gering. Ich habe dann also auch ein bisschen Nitrat und ein bisschen Phosphat nachdosiert. Aber sonst habe ich da tatsächlich seit dem letzten Video nicht viel gemacht, außer jetzt halt hier den neuen Aufbau und halt ja, die zwei Korallen, die ich neu eingesetzt habe. So, tata, das Becken steht jetzt 100 Tage. Ja, falls ihr die ersten Videos nicht gesehen habt, also das ist wirklich hier sehr minimalistisch gestartet worden, das Becken, sogar mit Leitungswasser, ohne Abschäumer, mit nur, ja, einem kleinen Innenfilter von Tunze mit Oberflächenabsaugung allerdings. Lampe wurde zwischendurch mal ausgetauscht, war erst eine vom Süßwasserbereich dran. Jetzt habe ich hier ja, eine für Salzwasser verbaut, die hatte ich ja nochmal nachgerüstet. Und ja, was soll ich sagen? Also es läuft erstaunlich gut. Den Tieren geht es gut, die Korallen machen sich. Ich habe erstaunlich wenig Arbeit mit dem Becken. Ich denke, es hängt auch damit zusammen, ja, weil das Licht ja jetzt nun auch nicht das stärkste ist und auch die Strömung relativ gering ist. Viel Licht und viel Strömung bedeutet ja auch immer viel Algenwachstum. Und da sich das hier in dem Becken natürlich in Grenzen hält, beides. Und ich hier noch so einen super Putzertrupp habe, wie hier zum Beispiel Mr. Krabs, habe ich hier herzlich wenig Algenprobleme. Ich hatte am Anfang mal eine Kieselalgenphase, die war dann relativ schnell wieder vorbei. Eine Grünalgenphase kam eigentlich gar nicht so nennenswert oder wurde zumindest hier immer vom Putzertrupp weggefuttert. Und Cyanobakterien hatte ich gar nicht in dem Becken. Ja, und mein Plan ist jetzt einfach für dieses Becken, dass sich die eingesetzten Weichkorallen schön ausbreiten. Also die Krustenanemone, sind ja zwei verschiedene Sorten drin. Die Korallen, die bei dem Lebensstein dabei waren, also das Affenhaar und ich weiß nicht, ob es Xenia ist, vermutlich. Und scheint auch noch eine andere Affenhaarsorte, eine gelbliche Sorte dabei zu sein. Ich hoffe einfach, dass sich das jetzt hier alles schön ausbreitet auf den Stein. Ich da gar nicht mehr viel zusetzen muss. Ja, und da bin ich gespannt halt, wie sich das Becken entwickeln wird.
Vielleicht werde ich noch die ein oder andere Zoanthus, also Krustenanemonenart, dazusetzen. Oder vielleicht auch noch ein paar Scheibenanemonen könnte man noch machen. Ansonsten ist es aber auch einfach spannend zu sehen, wie sich jetzt der vorhandene Besatz halt ausbreiten wird. Wie zum Beispiel hier die gelben Krustenanemonen. Das sind ja wirklich wunderschöne Tiere. Ja, und in der Mitte sozusagen, in diesem Atoll, da kann sich dann schön die Lederkoralle und die Gorgonie breit machen. Das sieht dann bestimmt hinterher richtig cool aus. Und das Kenia-Bäumchen ist auch noch mit im Bunde. Das Trio sozusagen in der Mitte ist zwar schon relativ eng jetzt schon, allerdings sind das alles Korallen, die so gut wie gar nicht nesseln. Deswegen ist das auch kein Problem. Ja, hier gibt es mal eine kleine Zeitraffer für euch. Sieht echt interessant aus, wenn man die Pilzlederkoralle so beobachtet, wie die im Zeitraffer quasi ihre Polypen immer ein- und ausfährt und auch die Gorgonie daneben. Sieht man richtig, dass es dann doch Tiere sind. Ja, wenn man also so mal kurz drauf guckt, dann sieht man das ja gar nicht so, aber im Zeitraffer wird richtig deutlich, was sich da abspielt. So, und jetzt fährt auch langsam das Licht runter und das Becken legt sich schlafen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr lasst mir auch ein Abo da. Würde ich mich drüber freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.